Aber willst du runter oder was? Ich weiß nicht. Lass es, Mann. Alter, sie ist zu rutschig. Ich sag's dir. Ich will dich an die wirklich nicht Dings abhängen. Ich würde die Action so gerne nicht machen, aber... Du willst sowas nur noch runterrutschen? Ich kann jetzt nicht einfach abbrechen. Ich kann nur hier kommen. Wie, du gehst runter? Du musst runter. Ich musste die Stelle unbedingt machen, Alter. Die Stelle war perfekt. Aber es war klar, dass das Seil, was ich hatte, einfach scheiße war. Ich wollte mich da richtig professionell abseilen. Einfach komplett durchdrehen. Direkt am nächsten Tag habe ich mir erstmal ein richtiges Seil und richtig fresche Abseilausrüstung geklärt. Dann nochmal alles abgecheckt und los ging's. Meine erste Abseil-Action. Kranker Scheiß.
Ey, Alter, ich habe schon, du musst eine... Oh, ich weiß nicht. Geile Sache. Yeah. This is my friend. Wir sind hier in Berlin. Ja, Alter. Ja, alles wie du bist. Ja, Mann. Yes. See you later, ja, Mann. Ja, cool, man. Spaß. Ja, gehen die rabiat vor oder? Ja, die Bullen gehen da richtig naja, ran. Naja, also. Man muss das immer zwei Seiten sehen, weil der Eigentümer von der Fassade, den muss man ja dabei auch irgendwie ein bisschen sehen. Ja. Am besten wäre, wenn man sich mit dem Eigentümer vorher vereinbaren kann. Ja, oder? Das weil in dem Moment, wenn man das nicht macht, ist das wie eine Straftat. Ja.
schönen guten Tag. Die Fahrausweise bitte. Habe ich vorher noch ganz am Hut gehabt und auch nicht irgendwie sowas mit so, keine Ahnung, so krasse Sachen hatte ich noch nie, so eine Kamera-Action und so. Ich war halt immer so just for fun, einfach Parkour für mich. Dann halt habe ich ihn kennengelernt und durch ihn halt habe ich dann so mit Kameras angefangen zu filmen und dann haben wir angefangen mit Trainsurfen. Also er meinte zu mir, probier's mal aus und so, das ist ein richtig geiles Feeling. Ich bin, hab's einmal ausgespielt und dann wollte ich halt die Sucht, also wie so eine Droge. Ich kann einfach jetzt ohne Trainsurf, gibt's gar keinen Parkour mehr irgendwie. Parcours. Also bei jedem Parkour-Tag, den wir machen, Action, muss irgendwie abends zum Abschluss nochmal ein Ride gemacht werden. So. Ja. Also irgendwie ist geil, macht Spaß einfach auf jeden Fall. Aber Trainsurfen gibt dir den absoluten Kick bei illegalen Actions. Das ist einfach ein bisschen illegal so und Leute gucken, Alter, wenn du den Ball auf einen Fall kommst. Dieses Feeling, wenn du surfst unter der Brücke, ist einfach das geilste Feeling ever. Action einfach. Ist einfach. Killer, ja, also Freunde meinten zu mir, ich soll es ausprobieren, ich hab's ausprobiert und ich find's einfach hammermäßig, man kriegt richtig cool Herzrasen, also schon ein krasses Ding. Ich find so diesen Kick, wenn man fast stirbt, einfach geil. Also ist nicht immer so, aber ist halt mal irgendwie krass und man ist immer auf so auf der Hupe von Bam, wann kommt ein Pfeiler, wann kommt eine Brücke, wo sind die Cops, dass sie euch nicht sehen und so, also diese Action, so diese Adrenalin. Naja, kurz bevor man auf den Zug aufspringt, ist das krasseste Gefühl, weil da geht's los. Das entscheidet über Leben oder Tod. Wenn du einen Roof-Ride machst oder ob du runterspringst. Wenn du runterspringst, das ist der geilste Kick, der Anfang so aufkommt auf des Zugs. Ob er fährt oder nicht, ob der Fahrrad feilt. Meine Lieblingsstrecke so, also eigentlich von uns allen, wenn ich so für alle sprechen kann, so, ist so eigentlich Hallisches Tor, von Hallisches Tor des Prinzen. Und ich glaube, da hat er so seine schlimmste Action erlebt, also da wäre er unser guter Kumpel fast draufgegangen bei einer krassen Action, also wir hatten auch echt Panik. Chainsurfen ist ohne Frage gefährlich. Dir kann alles Mögliche passieren. Du wirst gecasht, du kannst vom Zug fallen, du brichst dir die Beine. Manche Leute geraten unter die Räder. Aber wer Bock auf ein bisschen Risiko hat und sich vielleicht auch selber einschätzen kann, der erlebt einen krassen Kick. Sag mal was hier. Los, Digga. Hallo, Mama. Hallo. John. John. Wie tanne ist Zigarre, weißt du? Einzelne? Ja. Ach so, ja. Nein, ich bin tanne. Wo surft ihr? Warschauer? Alles Warschauer, Heiliges Tor, gleich 3, 11, überall. Geht ihr auch diese U1? Ja. Ummachen da. Tschüss. Ich fahr jetzt links her. Kotti, mach die jetzt. Ja, mein Schätze. Ach, scheiße, ich würde gern so sehen. Action, cool.
reaching in my cupboard for a painkiller. I need another painkiller. I'm reaching in my cupboard for a painkiller. I need another painkiller. They call it painkiller. Let it go, painkiller. I need another painkiller. I'm reaching in my cupboard for a painkiller. Scheiße, Neger. Sag doch immer, was war. Scheiße.
Und wie kriegen Sie die BVG? Naja, oh la la. Bitte, bitte. Gut, Steff. Ich bin ziemlich geflasht. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass wir euch in der Bahn gesehen haben, dass das ist, was wir mit euch erleben. Als ich dein Bulli gesehen habe, habe ich gedacht, wir gehen irgendwie Graffiti sprühen oder so. Mach dicker, kein Problem. Wünschen's alle schönen Tag und Gesundheit. Vielen Dank. War auf jeden Fall richtig knapp, haarscharf an der Klinge vorbei. Scheiß Bullen haben da hochgeleuchtet mit Scheinwerfern, aber Fluchtweg, perfekt geklappt, Alter. Ich konnte es auf jeden Fall nicht glauben, dass so viele Bullen wegen ein paar Graffitis kommen. Das ist, was ich von Berlin kriege, Alter. Ein Arschtritt von den scheiß Bullen, Alter. Jeden Tag nur Stress. Aber der Stress, der zahlt sich aus, denn wir haben etwas erschaffen, worauf man stolz sein kann. Base for your face, highs for your eyes, don't blink, black ink is a rhyme, all rise.
rude boys, keep that thing at your side. Be all right, motherfuckers, Philly, we up in here, we all live. I'm puffin' this Cohiba, mommy coolin' her heels. All she ever seem to do is play it cool for real. She be pushing pop, vessel in his shoes is ill. But her hand keeps slipping on the wood grain wheel. But it's cool, we never slipping when it's moves to make. Especially when what we talking ain't your usual case. I pump bass for y'all bathing apes to get charged. Nah, I'm not a dealer, I'm a poet at large. We in the wind with the roof back, letting the breeze hit us. The bathroom room. Das ist total toll, ja, zum Beispiel. Das ist wirklich toll. Viel zu wenig. Ja. Schon Busch werden. Mehr davon. Und überhaupt auch nicht nur Graffiti, auch sowieso Straßenkunst. Mehr davon. Die Namen schreien. Ich weiß, mit den zwei Händen. So. Ist schon cool. Aber was scheiße ist, wenn der nicht ist. Ja, dann ist es vorbei, oder? Dann ist es vorbei. Irgendwas mit 10.000, 20.000 geschafft, Geld bezahlen, oder? Alles neu machen. Ja, ist okay. Das gefällt mir. Also wenn die jetzt einen großen Wende machen, nicht auf die Straße, du, ist scheiße. So werden große Wände so. Oben, genau. Das kann ja blind, wenn du nach oben guckst. Aha, wow, der hat das gemacht. Das ist super, Dicker. Das ganz gut, das gefällt mir. Kann teuer werden, deswegen meine ich, wieder rüberstreichen und hier und da. Ich kenne nur aus Fernsehen, so Berichte und so, weißt du? Und das ist richtig, ja, hier sind ja Leute, die haben richtigen Namen, wa? Das sind ja richtige Künstler oder so, ne? Da war die Mauer gut hier, wa? Da konnten sich noch alle austoben, wa? Und jetzt müssen sie sehen, wo sie bleiben, wa? Gut, Jungs. Thank you very much. Video, thank you very much for the streets. I'm saying that's what this is all about, right? Clothes, bank rolls and holes, you know what I'm saying? Diese Actions sind auf jeden Fall übertrieben aufwendig und erfordern total viel Planung. Aber es macht irgendwie auch süchtig. Und der Drang danach, immer weiter ans Limit zu gehen und freshere Styles zu erfinden, ist einfach zu krass. Ich will auf jeden Fall mein Leben genießen und so viel mitnehmen wie möglich. Ich bleib einfach immer auf der Suche nach einer neuen Action und nach einem neuen Kick. Manche Leute lassen sich von der Geburt an vorschreiben, was sie zu tun haben, aber das Leben ist zu kurz für sowas. Man weiß nie, wann es vorbei ist. Life's a bitch and then you die. That's why we get high, cause you never know when you're gonna go. Life's a bitch and then you die. That's why we puff lie, cause you never know when you're gonna go. Life's a bitch and then you die. That's why we get high, cause you never know when you're gonna go. Life's a bitch and then you die. That's why we puff lie. I woke up early on my born day, I'm 20, it's a blessing. The essence of adolescence leaves my body now fresh. My physical frame is celebrated cause I made it. One quarter through life, some garlic like thing created. Got rhymes, 365 days annual plus some. Ey, man. Ein der Freak, man. Krass. Erst das da oben und dann immer und immer mehr. Ready to leave, took away my hunger but didn't give me greed. Made me successful when I just wanted to be heard. Give me the life, cause all I need is the word. Give me your life that I'm responsible for. I give them a strike cause I'm responsible for. I'm into the night, I'm gonna be there with them. Into the fight, I'll be right there with them. Ready for heaven, cause I done been through the hell. And since I was 7, I've had a story to tell. See, God is great, and that's why I'm still living. He gave to me, so I'ma keep up. In the bravery of a man's mind to slavery is making me the man I was made to be. I hate to see when cats know but don't spit it. Right is wrong when it's on, you gon' get it. Whatever was made, they know. Whatever was made, they know. Whatever was made, they know.
working to die. For certain I tried, for certain I cried. When it didn't go right, you hit me like. You see, things ain't always what they seem to be. And the reason I dream of thee is he's with me. And the reason I get through things. Winterschlussverkauf bei Matratzen-Concord. 25% auf alle Matratzen. Matratzen-Concord. Die Matratzen-Concord. Ihr Discounter mit Fachberatung rund ums Bett. Wir sind die größte Matratzenkette in Europa mit einem Filialnetz in der ganzen Schweiz. Bei uns finden Sie alles für einen guten Schlaf. Scheiße, das Ding hängt immer noch. Okay, das Ding hängt da jetzt seit einem halben Jahr und es reicht. Das ist meine Wand. Das heißt, wir haben uns ein bisschen was einfallen lassen und jetzt geht das Ding auch runter. Gib ihm. Jetzt kommt's. Yeah.
Section A. Mama in the other room crying cause she got bills to pay. And it ain't no toys to play. Only thing outside the sandbox and the gate to hate. And it sure ain't no show money. Sure ain't for show money. Only thing around town floating is that dope money. Living in the project. Them boys on the corner and they pockets getting stronger. Mama did it for the hunger. We sold about 100. Everybody still cunning. And we sitting on the block cause we know the thing's on it. Video. I ain't tryna be no rap, I ain't tryna be no actor. I'm tryna make a stack up. Living in the project. I ain't got a guy practice. So if I'm on the street, that concrete will tear my back up. Living in the project. The police better call back up. Cause if I can't feed my daughter, I'ma come and rob her. Living in the project. Kannst du das bitte? Danke. Wer bist du? Was filmst du mich? Ich will nicht, dass du mich schießt, verboten. Für die Kamera. Okay, Digga, leicht, jetzt geht's los. Go, go, go. Mike Case, man.
Fahrer dürfen es nicht sehen, die dürfen es nicht sehen. Scheiße, Alter. Geh raus, geh raus, geh raus. Geh raus, geh raus, geh raus. Geh raus. Segment ist Surfen jetzt, Alter. Krasse Action, ja? Gestern todesbesoffen und heute schon wieder am Riden. Woo!
abbauen. Also ich muss mit dem Risiko leben halt, also ich muss da mit dem Risiko da rangehen, irgendwie zu stürzen oder so, weil ich kann nicht sagen, heute mache ich einen Trainride irgendwie so und fall runter und da, also daran denke ich nicht. Ich denke daran, dass ich Spaß habe, dass ich einfach frei bin so, also ich mache mein Ding irgendwie, weil wenn was passiert, ist immer noch krass.
Tags sind das Geilste, was es gibt. Es macht übertrieben Spaß. Sie sind der Grundbaustein von jedem Graffiti. Ein Tag zu setzen, Alter, an einer hohen Stelle ist das Geilste, was es gibt. Je höher, desto besser. Einfach den Shit rotieren. Richtig krass klettern ist das Geilste. Man kann sie in Sekunden anbringen. Man kann richtig schnell geile Styles rausknallen. Sogar noch geiler als frische Buntbombings. Richtig geile Styles in Sekunden. Das beste Beispiel dafür ist Sao Paulo. Volt, direto do sanatório, funkeiro, funkeiro. Não tenta não, levada bang bang, rajada de cachaça na cara do chupa sangue. Joga o gole do santo, cheiro de morte no ar. Tomando um drink no inferno, vamos ver no que vai dar. Esses dentuços sangue suga, quando gruda é ruim de soltar. Termita palmeado, se tentar vou te derrubar. Zumbi saindo da tumba igual no clipe do Michael. Vou morder minha jugular, não sei pra onde que eu vou. Sonhei a vida inteira, só acordei no fim. Se eles querem meu sangue, vão ter que arrancar de mim. Maluco igual Mad Max, pego morcegos voando, duas facas na mão rodando, capitã em comando. A mostra na tua sopa, zumbi no nosso falante. Avisa Sérgio, Arnaldo e Rita, surge um novo mutante. Corpos pelo chão, chamo o rabecão. Estilo ninja tipo Bruce Lee, Operação Dragão. Ouro de matar, fuck man. Como um Viet Cong e Saigon, viajando pelo espaço rumo a outra dimensão. Doido de cancan da lata, ouvindo homem primata. Pit boy porra nenhuma, eu sou cachorro vira lata. Valentino troca sapa, Marcelo e estaca. Peça no coldre carregada de bala de prata. Versus causa um escândalo, o mundo por outro ângulo. Corro até dormindo como se fosse sonâmbulo. Meu relógio é doido, conto o tempo errado. Vejo em câmera lenta, dentes pra todos os lados. Afastem de mim o cálice de sangue e vinho. Vou furar contra os vampiros, puder pelo caminho. Noite de lua cheia, garrafa de tequila. Meu corpo é o santo grau e minha casa é minha mochila. Caminho pela estrada sem lenço nem documento. E as sombras na maldade escondidas no cimento. Expresso da meia-noite, purgatório moderno. Seja bem-vindo à selva, um drink no inferno. Expresso da meia-noite, purgatório moderno. Seja bem-vindo à selva, um drink no inferno. Um drink no inferno. Ja, scheinbar aus völlig sinnlosen Buchstabenkombinationen. Aber wenn man alles richtig kombiniert, ergibt sich folgendes Satzfragment.
know the bliss. I know the check, bliss. You check in the beyond. I know the bliss. I know the check, bliss. You check in the bad bliss. You check in the bad. I know the bliss. I know the check, bliss. You check in the beyond. I know the bliss. I know the check. You check. You check. You check. It's bad. I know the bliss. I know the check, bliss. You check in the beyond. I know the bliss. I know the check, bliss. You check in the bad bliss. You check in the bad. I know the bliss. I know the check, bliss. You check in the I know the bliss, I know the check, it's check, it's check, it's check, it's check. Richtig hin. Das sieht scheiße aus. Gut, lasst euch Zeit, bis ich wieder da bin. Seid ihr drauf gekommen? Naja, Kunst ist ein dehnbarer Begriff, oder nicht? Das ist doch alles nur Geschmiere. Das sehe ich anders. Klar. Das sind alles nur arme Jugendliche mit einer schlechten Kindheit. Die sollte man lieber arbeiten schicken. Müssen von der Straße weg. Von der Straße weg müssen die. Ja, kommen Sie nicht auf falsche Gedanken. In Berlin sowas gibt, weil daran erkennt man auch Berlin halt so, ne? Ja. Wenn du in anderen Städten bist, so, ich komme zum Beispiel aus Ratingen, so, das ist bei Düsseldorf und da ist alles sauber und dann kam meine Mutter mal nach Berlin und die hat das alles gesehen und hat gesagt, oh, wer macht denn sowas? Ja. Das ist doch eine Sauerei, wir machten das wieder weg und so. Und er hat gesagt, das ist wirklich weggemacht. Das ist doch cool, dass es gibt, ne? So, ja. Jo, ja. Noch eine Frage? I'm a rider. Digga, ich schreide alles, Alter, Motherfucker hier. Digga, hast du gesehen? Meine Wölken. Oh, dumm. Warum surfst du dir auf Süden? Warum ich auf Süden surfe?
Digga, das ist ganz einfacher, das ist Riding-Shit, ja, ich brauche Action in meinem Leben, weißt du? Ich und meine Crew, wir sind die krassesten Rider, die es gibt, glaub mir mal. Einfach nur, das ist einfach, weil danach, es fühlt sich befreiend an, weißt du? Wir brauchen Action in unserem fucking Leben, deshalb ride ich einfach mal. Und seit wann machst du das schon, Trainsurfen und so? Trainsurfen, ja, das mache ich jetzt seit 2-3 Jahren. Und generell Parkour und Freerunning schon seit mittlerweile 10 Jahren. Okay. Erfahrener Profi. Und was denkst du, wie weit bist du schon mal gegangen? Was war das höchste Level, was du erreicht hast? Das Krasseste, was ich gemacht habe, ich glaube, das war, wir haben ein Triple Zwischenride gemacht erstmal. Von da aus sind wir auf dem Roof geklettert, haben danach einen Roofride gemacht und daraus dann noch auf dem Breakride. Krass, Digga, ja. Das war das Krasseste, was ich überhaupt, ey. Da hab ich Ritte Muffensausen, Alter. Wow. Das finde ich ganz stil. Ja, gefällt mir auch noch. Ist echt eine Einheit. Stimmt irgendwie für die Architektur. Mit den Farben und... weiß nicht, passt irgendwie dazu. Gefällt dir, ja. Ja.
kannst du nicht hören. Und dann wach in die Nacht und auf den Treppen, okay? Okay, jetzt leise sein, leise sein. And so, on to the rhythm section. Let me see what you can do. Let's get it together. This is Mixwell Production. It's Mixwell on the beat. Alles lief reibungslos, aber es kann immer etwas schief gehen. Immer. Wir waren im Zeitdruck, dadurch haben wir Fehler gemacht. Wir haben ziemlich lange gesprüht und es war schon ein krasser Schock für mich so, dass ich plötzlich runtergefallen bin. Es war krass. Hätten wir gleich ohne Schlaufe gemacht, dann wäre ich wahrscheinlich auf den Beton geknallt und es wäre vorbei gewesen, aber die Schlaufe hat mich aufgefangen. Das war echt gut, dass wir an diesem Tag die Schlaufe reingemacht haben. Wenn es selber, sonst hätte ich echt am Arsch gewesen. So. Außer ein paar Prellungen habe ich mir nicht zugezogen, so es hätte schlimmer ausgehen können, auf jeden Fall. Aber ist schon verrückt, Digga, diese Actions, man muss schon irgendwas riskieren, Alter, um den Kick zu kriegen, weil man muss doch irgendwas riskieren im Leben, man muss doch irgendwie noch was machen können, Alter. Also ich will den Alltagsstress befreien, Alter, und rausgehen, Alter. Frei sein für ein paar Minuten, Alter, das wollen wir alle, Alter. Das ist der beste Weg, finde ich, zu sprühen einfach. Du bist frei. Perfekt von der Wildsicker. Was noch? Die Graffiti, die gut sind, auf jeden Fall herzlich willkommen hier in Berlin.
Sieht es aber auch so aus, manche Sprüher sprühen auch an Blockhäuser, die frisch renoviert worden sind oder sowas. Und vielleicht nicht bei Millionären. Also die Millionäre, die kennen sich das leisten, ja, die Graffiti dann jede Woche abzumachen. Die haben sowieso Millionen. Ich habe nichts dagegen, wenn ihr das könnt. Also auf jeden Fall sage ich ja dann sicher halten, ja. Also gute Seile kaufen und so. Vielleicht dann auch bei Profis melden, ja. Also bei Profis, die Graffiti sind, da haben sie auch richtige Ausrüstungen und so. Und vielleicht ein guter Gutachter, ob der Kamin hebt, ja. Ob man sich anhakt, Kamin oder der. Als Beschützer, ja, als Graffiti-Beschützer, weil ich Graffiti mag, ja, ich mag ja Graffiti, sage ich ja, das mache ich ja fröhlicher, von Farben her und so. Also die Grausamkeit des Staates, also grau, also die Farbe grau, ja. Grausam, also grausam, also die Farbe grau. Trainieren, ja, am Mauern trainieren, ja. Dann kann man ja auf der Hauptstraße rauskommen und so, ja. Street Kids, okay. Hört mir zu, ich will, dass du diese Zeilen verstehst. Sie kommen straight aus dem Herzen und wollen die Leiden umgehen. Rollen wie eisige Träne, froren von Auge zu Auge. Das Straßenkind redet mit Zorn und betet enorm nach Glauben. Wo ist Gott, wenn ich ihn einmal brauche? Die weiße Taube bringt uns den Frieden, doch wer gibt uns ein Zuhause? Ich brauch das Leben nicht und das Leben brauch mich nicht. Es regnet beschissen, Nebel im Business. Jede Sau fickt dich, ihr Gewissen zerrissen von den Vibes aus der Unterwelt. Unser Geld ist knapp und dieser Staat, der uns unten hält. Alles korrupt und die Bullen können unseren Schwanz lutschen. Alter, für ein Graffiti würde ich nie die Wand putzen. Ihr rafft doch eh nicht, was die fünf Elemente bedeuten. Für Kids, die am Abgrund stehen und bloß Verständnis bräuchten. Weißt du, wie schwer es ist, mal kurz zu den Sternen zu greifen. Mal kurz in eine behutsame Welt, um sein Leben zu meistern. Nein, das kannst du nicht, du weißt nicht, wie es ist zu leiden. Hast alles in den Arsch gekriegt und braucht es niemals fighten. Das hier geht an die Straßenkids, Gott soll euch segnen. Kämpft weiter und lasst euch die Hoffnung nicht nehmen. Farben bunt. Lass die Stadt noch bunter, als sie vorher war. Ja! Und eins wird dir im Laufe der Zeit dann klar, dass das niemals gut gewesen war. Denn immer sind sie da, immer sind sie da, dauernd sind sie da. Die Stimme der Vernunft. Diese Brunst, die ist immer plötzlich da. Wie am allerwenigsten. Hey, machst du auch Zivildienst bei der Polizei? Der war ein Zifter, Alter, der macht Zivildienst bei der Polizei. Leine vergessen sind so Sachen wie Bullen sind Schweine. Der Wettkampf ist vorbei, das Spiel ist aus. Wir gehen einen saufen und ihr ins Krankenhaus. Auf jeden Fall reden wir.
Da ist einer, hat uns gesehen. Hat uns gesehen? Ja, da sind zwei. Wenn die jetzt so die Tür zugehen, dann rennen wir, Digga. Scheiße, ich hab dich mal. Doch, ich hab noch. Ab jetzt? Ja, geil. Schönes bisschen so. Und der Siebner? Ja, der Siebner. Auf First Tour, ja. Better reload. Warum machst du das? Ja, wir sind echt so weiter, Adrenalin und so. Spaß, Leute. Der ist der krank? Der ist verrückt, Digga. Der Typ hat mir gesagt, der surft, Alter. Hey Mann, hey, du bist dein Komplize. Nee, ich bin nicht dein Komplize. Der kann voll in die Hose gehen. Psychopath, Alter. Ey, Entschuldigung. Verpiss dich mal, Junge. I'm the rider. Also schon fast lebensgefährlich ist oder so, ja? Wenn man so auf eine Bahn springt oder so, ja, lebensgefährlich. So, ja, auf eine fahrende Bahn zu springen oder so, ey, da bricht man sich so einige Sachen an oder so, weißt du? Go!
haben da wohl eine Klappe. Aber das ist normal, Bruder, ey, das ist cool, wirklich. Du